So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich platziere ein Alien-Lichtkommunikationsgerät auf einem Gipfel. Ich sehe jetzt schon, ich bin genau hier bei dem ersten. Das ist genau bei Catty Corner. Ah ja, schönes Lichtspiel. Kann man mal so machen. So, das ist aber nur eins von zwei. Und Hans hat mich belogen. Er hat gesagt, es ist oben auf dem Gipfel. Es ist aber nicht oben auf dem Gipfel. So, jetzt weiß ich wenigstens, wie das Ganze aussieht. Ich markiere gerade den zweiten Punkt. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt auch zeitlich da schnell genug hinkommen. Aber die Zone macht auch mit. So, holen wir uns noch ein bisschen Loot mit, weil hier rennen doch ein paar Gegner rum. Ihr habt ja schon gesehen, zwei Kills schon gemacht. Einer hat der Luca schon weggeholt. Der ist genau die andere Route gegangen, die linke. Und ich glaube, die linke Variante ist doch schneller. Aber jetzt müsst ihr halt mir zugucken. So, einfach die 200 Meter darüber dackeln. Aha, Hans entschuldigt sich schon. Aber ich habe es, glaube ich, gerade schon oben auf dem Gipfel gesehen. Aber das ist auch wieder ein bisschen irreführend. Es heißt Gipfel. Und Gipfel ist eigentlich immer oben auf dem Berg. Und nicht am Rand vom Berg, sondern oben. Also da kann man jetzt natürlich auch die Aufgabe wieder wortmäßig auseinanderholen. Luke, ich bin gerade ein Video im Aufnehmen. Warum sehe ich keine XP-Leiste in Kreativ? Ja, ich frage gleich mal meinen Chef, ob der mir das dann sagt. Aber ich denke, ich werde keine Antwort bekommen, weil ich nicht bei Epic Games arbeite. Warum da keine Anzeige ist, kann ich dir nicht sagen. So, hier sind wir beim zweiten und Level 87. Und so wird jetzt mit den Aliens kommuniziert. Ich glaube zwar nicht, dass sie Antwort geben, aber so funktioniert das Ganze auch easy in einer Runde machbar. Und in dem Sinne bin ich erstmal raus. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut herein.